Hallo und willkommen zurück bei Dungeon Keeper. Traumtal. Dieses Gebiet voller träumender Untertanen wird von der wunderschönen Lady Trina beherrscht. Sie ist nett und fair, wirft ihre Untertanen weder ins Gefängnis noch foltert sie. Auf diese Weise versetzt sie den Rest der Bevölkerung so in Angst und Schrecken, dass diese nur zu gern mehr Steuern für den Ankauf von Waffen bezahlt. Also dann. Letztes Mal hatten wir uns einen Zauberer mitgenommen, den werden wir sofort Ja. laden. Sieht so aus, als würde der euch mitten in einem Kampfgetümmel Nicht allzu befinden. schlecht Vielleicht ist für es eure doch Kreatur. sinnvoller, so lange beiseite zu treten, bis ihr stark genug seid, gleich Oh. beide Seiten zu vernichten. Wir sind hier diesmal in einer Mitte und es wäre ziemlich klug, den Keeper, der hier, glaube ich, ist nicht sofort auf uns aufmerksam zu machen. Ja, hier. Und hier irgendwo ist der Halt. Aber zuerst bauen. Wie sollen wir das jetzt am besten machen? Ich mag, ehrlich gesagt, manches Level hier nicht wirklich, weil hier man immer so schlecht bauen kann. Weil ich mache immer gerne 5x5 Felder und bei manchen Plätzen reicht das knappst nicht. Und das ist dann halt hier oben der Fall. Mach mal schneller, ich will so schnell wie möglich an Gold kommen, damit ich eine Bibliothek bauen kann, wo dann unser lieber Herr. Wie heißt der überhaupt? Wo ist der denn? Er schläft. Unser lieber Herr Nusseane. Okay. Damit der ein bisschen forschen kann. Was hier an sich ziemlich toll ist. Und bauen den halt hier hin fertig. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Seht ihr? Ne, du gehst in den Schlaf und forschen. Braver Junge. So, und jetzt werden wir sofort auch mal das hier erobern. Gut, da kommen die Imps ja schon. Hopp, macht's schneller. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Und dann erwarten wir nochmal schnell alle Räume, damit auch die stärkeren Kreaturen kommen, wie zum Beispiel der Teufler, der nur kommt, wenn die Hühnerfarm 5x5 Felder groß ist. Was wir natürlich Goldreserven bei neigen sich dem seinem Ende zu. sehr gierigem Hunger auch verstehen können. Ihr habt nicht genügend Du Gold. bist so doof, Mann. Nein! Hör auf damit! Ein neuer Raum wurde erforscht. Ihr habt nicht genügend Gold. Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ein neuer Spruch wurde erforscht. So.
Damit sollten wir den doofen Zauberer nicht mehr stören. Ist die auch immer so wütend, wenn nur dann jemand sie mal kurz stört. Ober das. Das kann man muss eh 5x5 groß sein, um noch irgendwelche Kreaturen zu. Ein neuer Raum wurde erforscht. Noch gar nicht, was aber nicht mehr welche. Das waren so Trainingsraum. Rüsten wir auch sofort. So. Was für eine. Käfer. Eine Fliege wird ja immer toller. Ein neuer Spruch. Okay. Ein Ork-Krieger ist jetzt gekommen. Und das Pläne für den Barackenbau. In diesem Team könnt ihr Kreaturen zu Teams zustellen. Ja. Der Ork. Dieser lila Freund hier ist ein ziemlich guter Kämpfer, muss ich sagen. Oh, zwei Teufler. Genial. Und der kommt, der ist dann relativ effektiv im Trainieren und halt nachher Waffe und der hat eine Baracke mitgebracht. Dieser Raum ist an sich nicht so toll, aber Orks haben eigentlich schon in sich. Ein neuer Raum wurde erforscht. Sagen wir sehen uns einfach mal schon mal hier um. Können die Fliegen so ein bisschen erkunden gehen. Hier werde ich dann die Baracke bauen, damit noch mehr Orks kommen. Ich glaube, solange ich noch genug Gold habe, lasse ich das mal eher so. Und dann können meine Imps mal die Wände verstärken, wenn sie wollen. Nicht gut, ich brauche noch unbedingt noch einen Schlafraum, du merkst es gerade. Wie nah ist das an der Flamme da? Oh, ich sehe nichts, verdammt. Okay, jetzt wird's Zeit. Die Reserven neigen sich dem Ende zu. Ein neuer Raum. Okay, das ist ziemlich schnell dabei. Genau das wollte ich. Die Kreaturen brauchen ein größeres Verständnis. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ah, was machst du denn? Ihr habt nicht genügend Gold. Verdammt! Das ist ja toll. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. So, wo sind denn die Fliegen? Was habt ihr denn? Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Nein, nicht du. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Du schläfst hier. Ein neuer Raum wurde erforscht. Okay. Was für ein Raum ist das dann? Ah, okay, gut, das ist ja jetzt schnell gegangen. Bauen wir hier eine. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu.
Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ein neuer Spruch, erforscht. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Hey, wie mache ich das jetzt am besten? Einfach ein paar Kreaturen mit nach oben, um Platz zu schaffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ich meine, fliegen jetzt wirklich tot. Oh mein Gott, wie ich das fasse. Dass die auch nicht zusammenarbeiten können. Wo war es? Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Oh mein Gott. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Relax. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Werde ich halt hier die Fliegen verfrachten oder die Spinnen. Oh, die Spinnen. Mit dieses Mal beruhigen. Geht hierher. Verdammt nochmal. Eine Falle wurde hergestellt. Zeit, hier mal alles abzubauen. Und dann schauen wir uns mal an, eine Tür wurde hergestellt. Wie wir den Gegner angreifen. Weil unser Dungeon nicht eigentlich fast fertig aufgebaut. Hoffen wir noch, dass jetzt auch noch ein paar eiserne Jungfrauen uns besuchen kommen und sich dazu entschließen, bei uns zu bleiben. Die Reserven neigen sich dem Ende zu. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Okay, ja, ja. Dich nicht um den da hinten kümmern. Siehst du den nicht? Okay, dann mache ich das halt. Wow. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon.
War das alles hier? Schauen wir uns mal hier um. Sieht ja relativ gut aus. Woher haben wir wohl irgendwas? Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Tür wurde geöffnet. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Okay. Zeit, bis das mal hier ein bisschen näher anzuschauen. So. Wie sieht's aus? Was haben wir bekommen? Nichts Interessantes. Okay. Und hier nochmal eine Türe. Wir könnten mal das trainieren. Ich auch mal. So, von jetzt an nehmen wir auch mal Gefangene. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, nehmen wir mal mit her. Oh, jetzt kommen sie. Okay. Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unternehmen den Kampf. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Aggressor Kratus. Ups. Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgetragen. Ein Folteropfer kehrte als Geist zurück. Klappt das schon gut hier. Jetzt haben wir hier eine Riese, der ist doch gut, den behalten wir. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eine Falle wurde hergestellt. Die zwei sind nicht so interessant. Wer ist ärgerlich? Du bist mir sowas von egal. Ja. Er bleibt auch. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ein Folterhofer kehrte als Geist zurück. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eine Falle wurde hergestellt.
So, ich glaube. Eure Anklageskammer ist nicht groß genug. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ein Folteropfer kehrte als Geist zurück. Auch wenn es ja jetzt gerade sowas von interessant ist. Für euch zu handeln. Glaube ich, dass wir hier jetzt mal eine Pause machen. Wer hat sich denn... Oh, das gefällt mir sehr. Was haben wir hier noch? Oh mein Gott. Okay. Was will der Dieb denn? Okay. Ich beiße mal jetzt ab und bis zum nächsten Mal. Viel gespeichert. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält.